Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge aus dem Mai und ich muss sagen, es ist zumindest zu Beginn des Monats gar nicht so schlecht gelaufen. Ich habe Medimops gemieden, Rebuy, Avel, ich war nicht auf der Taschenbuchaktion hier bei uns im Buchhandel, wo es irgendwie Menge Exemplare für 2,99 gegeben hätte, sondern ich habe mich wirklich so auf erfreute Neuzugänge gestürzt. Auf Hörbücher natürlich auch und dann kam unser Kingsianer Hugendubel Event und dann war der gute Vorsatz sozusagen vorüber, denn es sind ja da 7 Bücher bei mir eingezogen, die ihr ja schon aus den Challenge Videos kennt. Wenn nicht, verlinke ich euch die natürlich mal in die Infobox, denn wir haben ja im Hugendubel 2 Challenges gedreht, die Kingsianer, wie auch immer. Und da sind eben 6 Bücher eingezogen. Zusätzlich habe ich noch ein 7. Liebenswürdigerweise dazu bekommen. Dazu aber dann ein bisschen später natürlich mehr. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Bücher davor eingezogen sind. Und deswegen werde ich euch die jetzt auch einfach zuerst zeigen, damit ich dann die Hugendubel-Bücher sozusagen in einem packen kann. Ja. Begonnen hat der Monat mit Split Second, zurück in die Zeit von Douglas E. Richards. Das ist als E-Book bei mir eingezogen. Hatte mich ja bereits interessiert, als ich es entdeckt habe als Neuerscheinung. Und ich war sehr, sehr happy, als mir das als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf dieses E-Book, denn es soll hier ja darum gehen, dass jemand eben die Lösung findet, wie man in der Zeit reisen kann. Und das ist aber ein tödliches Geheimnis und seine Frau, Freundin muss dann im Grunde dieses Geheimnis wahren, wird gejagt und das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich mag ja sowieso solche Thriller mit Zeitreise und selbst wenn es nicht tatsächlich um die echte Zeitreise geht, sondern um dieses Geheimnis, finde ich, klingt es mega interessant und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es hier habe und dann auch bald lesen werde. Bereits gelesen habe ich Flammendes Land von Lauren De Stefano. Das ist ja der zweite Teil der Trilogie. Der dritte Teil erscheint, glaube ich, auch schon im Juni oder im Juli. Juni oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehr, sehr zügig, was ich wirklich sehr schön finde. Ich glaube, es war tatsächlich Juni. Und bin total happy über diese Reihe. Das entwickelt sich wirklich zu einer kleinen Highlight-Reihe, denn ich mag diesen Gedanken, diese Dystopie, die es ist, auch wenn es schon eher auch jugendliche Charaktere hat und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr jugendlicher ist, hat mir der erste Teil bombastisch gut gefallen. Den zweiten fand ich ebenfalls sehr, sehr gut. Er war natürlich schon ein bisschen eher wie ein zweiter Teil, der eben so die Geschichten zusammenführt zum Finale. Nichtsdestotrotz war er mega spannend, hatte Wahnsinnswendungen und ich muss wirklich sagen, dass diese Geschichte mit diesem Planeten, der oberhalb der Erde schwebt und wo wirklich ein sehr totalitäres System eben ist, schon sehr beängstigend ist und mich sowas eben immer sehr fasziniert, was können Menschen einander sozusagen antun, denn wirklich weit weg ist diese Gedankenidee ja tatsächlich nicht von Dystopien und der Mensch verarbeitet dadurch ja auch nur Ängste, die er in irgendeiner Art und Weise irgendwo ganz tief in sich drin hat. Ich finde diese Reihe bisher wirklich sehr, sehr gelungen, es könnte wirklich eine kleine Highlight-Reihe werden und ich freue mich hier wirklich schon auf den Abschluss. Dann bin ich ja so ein bisschen im Hörbuch-Fieber und habe die Tuchvilla von Anne Jacobs vom Verlag erhalten, gesprochen von Anna Thalbach. Leider habe ich das gesprochen von einen Hauch zu spät gesehen und ich bin nämlich nicht der größte Fan von der Stimme von Anna Thalbach. Ich hoffe aber, dass ich die Tuchvilla interessant und spannend finde. Hier geht es ja auch um etwas Historisches, 1913. Wir haben hier eine Küchenmagd, die in der imposanten Tuchvilla arbeiten darf, bei der industriellen Familie. Und man wird halt hier so ein bisschen ein Downton Abbey-Gefühl wahrscheinlich haben, wo man eben einfach sagt, man hat eben diese Küchenmagd und man hat eben so das edle Leben derer, die eben denen es einfach besser ging. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt da, glaube ich, auch noch einen zweiten oder sogar einen dritten Teil und ich freue mich auf diese Geschichte sehr. Und ich denke, dass das auf jeden Fall auch ein Buch ist, auch wenn hier Schnee abgebildet ist, was ich durchaus dann auch einfach im Sommer jetzt hören werde. Und ich verschlinge ja zurzeit wirklich fast wöchentlich ein Hörbuch
und denke, dass das jetzt dann auch ganz, ganz bald dran ist. Dann ist eingezogen eine Kurzgeschichte von Stephen King und Joe Hill im Hohen Gras. Die ist ganz spontan bei mir eingezogen. Die gab es auch, glaube ich, für 1,99 konnte man sich die kaufen. Die kam auch wirklich spontan in dem Moment, als Netflix angekündigt hat, dass diese Kurzgeschichte als Film verfilmt wird. Dachte ich, Mensch, diese Kurzgeschichte sagt dir so gar nichts, und habe mir die dann wirklich sehr spontan geholt und auch sehr schnell gelesen. Eine Kurzgeschichte von 70 Seiten, die schon wirklich sehr horrormäßig ist und auch brutal ist, und man ja da definitiv kein zartes Gemüt haben sollte, wenn man sich dieses Buch zulegt. Ja, mehr gibt es nicht zu erzählen, außer dass es eben eine Kurzgeschichte ist, die er zusammen mit seinem Sohn geschrieben hat. Natürlich lässt sich hier immer munkeln, was hat tatsächlich er geschrieben, was der Sohn. Das weiß man natürlich immer nicht, wenn beide Namen draufstehen, aber ich finde das auch bei der eigenen Familie so im Grunde überhaupt nicht schlimm. Dann ist als Hörbuch bei mir eingezogen Cains Erbe, das ist der dritte Teil der Cain und Abel-Reihe von Jeffrey Archer. Ich hatte mich ja sehr auf dieses Hörbuch gefreut, habe mir das bei Audible geholt, weil es da natürlich auch ungekürzt wäre. Ich war ja total enttäuscht von dem dritten Teil. Es hatte für mich überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, gar nichts mit der Saga. Es ist, wenn man ja so die Entwicklung der Bücher von Jeffrey Archer beobachtet, ist das sogar sein allererstes Buch, Das Attentat. Und man hat das eben angepasst, dass es irgendwie zur Geschichte von Cain und Abel passt. Und ich finde das total ein Schmarrn, das muss man einfach mal sagen. Ich war sehr, sehr enttäuscht. Es war so ein Polit-Krimi, wo man eben ein Attentat verhindern möchte, wo verschiedenste Menschen, die darüber Bescheid wissen, ja, im Grunde umgebracht werden, tot aufgefunden werden. Und ich muss ehrlich sagen, sowas lese ich nicht. Und ich war wirklich mega, mega enttäuscht. Es war auch eins der wenigen Audible-Hörbücher, die ich direkt umgetauscht habe. Das mache ich eigentlich nicht. Wirklich nur, wenn ich ein Buch abbreche, was ja bei Hörbüchern doch theoretisch sehr selten vorkommt. Und von daher ist das wieder rausgewandert, also rein und raus. Und ich habe es, glaube ich, nach der Hälfte ungefähr kurz vorher abgebrochen. Es war leider überhaupt nicht meine Story. Dann ist bei mir eingezogen Autonom. Annalenewitz ist die Autorin. Und das Buch hat mich auch schon so bei der Recherche beim Verlag sehr, sehr interessiert. Es sah auch optisch auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, und hier geht es um den Hyperkapitalismus. Und wir befinden uns im Jahr 2144 und es gibt einen ausufernden Arbeitssklavenmarkt, autonome Roboter und Konzerne, die in den Freihandelszonen eine beinahe uneingeschränkte Macht ausüben. Und es geht hier eben um Biotechnologie, um künstliche Intelligenz und was Neuromancer für das Internet war. Es klingt unglaublich spannend, es klingt tatsächlich sogar humorvoll, weil hier auch mal irgendwo ja irrwitzig, klug und unterhaltsam geprägt wird. Und es klingt wieder nach Science Fiction, die mir gefallen könnte. Es ist auch für ein Science Fiction Buch überhaupt nicht dick. Ich bin mega gespannt, ich bin ein sehr großer Freund aktuell der Thematik künstliche Intelligenz, habe mir da auch schon zwei, drei Dokumentation angeschaut, war auch letztens bei Jana Veranstaltung, wo darüber referiert wurde. Finde ich sehr, sehr interessant, was das so für den Arbeitsmarkt, für die Welt irgendwie bedeuten könnte, und bin deswegen auch sehr gespannt, was dieser Science-Fiction-Roman für mich so ein bisschen bereithält, und freue mich, dass mir das Buch, ich glaube, es hat gerade mal so, ja, 350 Seiten, aber in sehr großer Schrift. Ja, also ich denke, dass sich das auch wirklich wunderbar wegsuchten lässt, wenn es gut ist. Habe mich auch sehr gefreut, als mir das vom Thor Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Bereits verschlungen habe ich Die Brut, das Ende naht von Ezekiel Boone oder Booney. Der dritte Teil einer Trilogie, sozusagen auch der Abschluss, und ich habe ja den ersten und zweiten Teil absolut gefeiert. Ich bin ein absoluter Fan dieses Art Thrillers, der so ein bisschen drüber ist, der so ein bisschen Klischees, ja, lustig irgendwie verarbeitet, der packend ist, spannend ist, der mich ja wirklich, sowohl der erste Teil wie dann auch der zweite Teil, den ich ja im Urlaub gelesen habe, was mich absolut mitgenommen hat, denn wir haben hier eben verschiedenste Standpunkte auf der Welt, wo eben etwas passiert, wo die Brut ausbricht. Und ja, ich denke mal, auf dem ersten Teil, wenn man sich das Cover anguckt, da weiß man schon im Groben, um was es wahrscheinlich gehen wird. Und ja, es geht eben einfach darum, wie sich die Menschheit davor rettet, wie sie die bekämpft und ja, wie man überhaupt ja irgendwie aus der Sache lebend rauskommt. Und ich habe alle drei Teile sehr gefeiert. Der dritte Teil ist mitunter tatsächlich ein bisschen der schwächste.
Man hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass der Autor keinen Bock mehr auf sein eigenes Thema hat, war so mein Eindruck. Nichtsdestotrotz war es spannend, packend, politisch sehr interessant, sehr fesselnd und ist für mich wirklich auch eine Highlight-Reihe. Und ich habe mich sehr gefreut, als dieses Büchlein bei mir eingezogen ist. Dann ist bei mir eingezogen Die Meisterin von Markus Heitz, ein Hörspiel, was es nur über Audible zu besorgen gibt. Denn es ist eine exklusive Produktion, es gibt also auch keine Buchvorlage dazu und ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, denn ich habe ja im letzten Jahr Monster 1983 weggesuchtet, war ein absoluter Fan dieser Reihe und dachte mir, Mensch, Markus Heitz mit seiner Dark Fantasy bekommt bestimmt etwas ähnlich Grandioses hin und so ist es auch. Also wirklich ein Hörbuch, was ich absolut nur empfehlen kann. Ich mag diese Art von Hörspiel sehr gerne, wo man eben sehr viel Wert auf die Dialoge legt und man eben auch so zwei Erzähler hat in der Gegenwart und in der Vergangenheit, denn wir begleiten hier eine Heilerin, die eben sehr neutral ist, die eigentlich aus einer Henkersfamilie stammt, aber eben nicht den Verfolgern, Henkern sozusagen zur Seite steht, sondern eben gleichermaßen auch den etwas magischeren Wesen und das wirklich sehr spannend erzählt ist. Sie soll sich dann im Grunde aus einem Grund heraus, der passiert, entscheiden und wir verfolgen sie hier so ein bisschen und begleiten auch, wie die Fehde zwischen den verschiedenen Henkersfamilien begonnen hat, also ja, sehr, sehr geil. Es war sehr historisch, es war sehr brutal, es war vielleicht an mancher Spur auch zu blutig, es war aber wirklich spannend, packend und die 10 Stunden, die das gedauert hat, waren wirklich gefühlt im Fluge vorbei und ich mochte das wirklich unglaublich gerne. Dann habe ich geschenkt bekommen Die Schönheit der Nacht von Nina George, auch für mich ein absolutes Highlight-Buch in diesem Monat. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, war mein erstes Buch von Nina George. Ich habe noch das Lavendelzimmer von ihr hier. Und hier geht es im Grunde um zwei Frauen, die sich irgendwie mehr oder weniger die Frage stellen, war es da schon? Beziehungsweise eben erst, also die ältere Frau Claire sich das im Grunde fragt, die eben auch Geliebte hat und auch weiß, dass ihr Mann sie betrügt. Und gleichermaßen haben wir dann die Freundin vom Sohnemann der beiden. Und Julie steht eben ganz zu Beginn ihres Lebens und ihrer Liebe und ihrer Beziehungen und ihrer Sexualität. Und wir begleiten diese Frauen, glaube ich, 8 Wochen lang in der Bretagne, weil sie eben als Familie da Urlaub machen. Und nicht nur, dass die Bretagne toll erzählt ist, sondern auch wirklich das Gefühlsleben, Gedankenleben der Frauen wird hier unglaublich gut und poetisch und echt rübergebracht. Und es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Das hat mich wirklich sehr begeistern können und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Guckt euch da auch gerne mal die Bücherwoche dann dazu an. Die kommt jetzt, glaube ich, dann am Samstag. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen ins Schwärmen geraten. Dann ist eingezogen, theoretisch noch nach Frankfurt, aber ich packe es jetzt einfach vorher noch hier rein, Palace of Silk von C.E. Bernard, die Verräterin aus dem Penhaligon Verlag, habe ich bei einer Lovely Books Leserunde gewonnen, worauf ich mich sehr, sehr freue, ist eben auch dieses Buch gemeinsam zu lesen. Und das ist der zweite Teil einer Trilogie, wo, glaube ich, auch der dritte im Juli schon erscheint. Das ist der zweite Teil zu Palace of Glass, wo sich ja vermeintlich so ein bisschen die Geister scheiden sozusagen. Ich habe den ersten Teil ja sehr, sehr gefeiert. Ich mochte den Schreibstil, ich mochte die Geschichte, ich mochte dieses zukünftige Großbritannien, wo man eben ja im Grunde die Berührungen verboten hat, weil es eben Magdalenen gibt, die durch diese Berührungen die Gedanken lesen und auch beeinflussen können. Und wir eben hier auch eine Magdalene an den Hof begleiten, die eben den Prinzensohn beschützen soll und da natürlich dann allerhand passiert. Und ich bin mega gespannt, wie es hier auf jeden Fall weitergehen wird, denn ich fand den ersten Teil bis auf wirklich eine Szene, die mich sehr verstört hat und an der ich sehr gezweifelt habe, ob sie notwendig war, fand ich den ersten Teil wirklich sehr, sehr gelungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch sehr auf den zweiten Teil und ich freue mich, wenn dann mal am Ende alle 3 Bücher vielleicht tatsächlich im Regal stehen, weil die wirklich vom Buch rücken und es ist mir ja theoretisch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön aussehen. Also man sieht dann, dass dieses rote Seitenband, man sieht es ganz gut, das rote Seitenband sozusagen vom Buch zu Buch wandert und ich habe mich auch sehr über den Gewinn gefreut und dass ich an der Leserunde eben auch mit teilnehmen kann.
Und ihr seid es bei den Hugendubel-Videos schon gewöhnt, dass hier unten Werbung eingeblendet wird, was natürlich damit zu tun hat, dass mir die Bücher von Hugendubel in Zusammenarbeit einer Kooperation eben zur Verfügung gestellt wurden. Also wisst ihr jetzt Bescheid, deswegen packe ich die jetzt auch alle sozusagen ans Ende des Videos, um natürlich die Spannung zu steigern und damit eben ja diese Durchschrift einfach hier jetzt ein Stückchen stehen bleiben kann. Ja, die Kingsianer sind ja auf Deutschlandtour und wir waren im Mai in Frankfurt. Das war ein sehr, sehr tolles Wochenende. Wir hatten einen geilen Hangout mit euch Zuschauern. Wir hatten ein tolles Treffen am Samstagnachmittag und wir freuen uns auch schon alle sehr auf Berlin. Das wird ja am 30. Juni sein. Wer also Lust und Zeit hat auf die Hauptstadt, der kommt nach Berlin. Es wird ein Blogger, Booktuber, Zuschauertreffen über den ganzen Nachmittag geben und abends dann eine Veranstaltung mit uns Kingsianern. Also seid da auf jeden Fall bei. Und in Frankfurt haben wir ja zwei Challenges gespielt, die Kingsianer und ich. Die Videos seht ihr auch auf den jeweiligen Kanälen, die ich natürlich auch unten mal in die Infobox packe. Und begonnen hat aber mein Wochenende sozusagen mit Insaney von Kerstin Merkel. Kerstin Merkel arbeitet in der Hugendubel-Buchhandlung, in der wir waren am Steinweg. Und so ganz beiläufig hat uns Björn, der Abteilungsleiter, im Grunde erzählt, ja, dieses Buch ist im Grunde von ihr, es ist ein High-Fantasy-Roman und ich war dann schon direkt angefixt, habe auch den Klappentext gelesen und ich bin ja ein absolutes High-Fantasy-Mädchen und merke, es wird Sommer, ich habe wieder unglaubliche Lust, in High-Fantasy einzutauchen. Ich weiß, dass viele High-Fantasy unglaublich gerne im Winter lesen. Bei mir ist es tatsächlich auch gerne der Sommer, wo man sich so ein Wochenende mit so einem Wälzer hinlegt und in der Sonne brutzelt sozusagen und sich da in diese Welt tauchen lässt. Und spätestens als ich dann auch Kerstin selbst getroffen habe, über ihr Buch gesprochen habe, war ich total angetan von dieser Welt und war total happy, als dieses Büchlein ja bei mir einziehen durfte. Es ist auch signiert worden und ja, darüber habe ich mich besonders gefreut und eben auch ja, Kerstin kennenzulernen, den Austausch mit ihr zu haben und es war wirklich mir ein besonderes Vergnügen und es ist einfach schön, wenn man ja, jemanden von seiner eigenen Geschichte auch so schwärmen hört und es wird auch ein neues Buch von ihr im Herbst geben, darauf bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, davon werde ich natürlich dann auch berichten und ich freue mich jetzt auf diesen wunderbaren Wälzer, der nicht allzu lange darauf warten wird, von mir gelesen zu werden. Dann begannen ja die Challenges und ich bin jetzt tatsächlich gerade unsicher, ob ich die jetzt so sortiert habe, wie ich sie gegriffen habe oder ob ich sie... Nein, ich weiß jetzt gerade, ich glaube, ich habe sie relativ unordentlich hier liegen. Ich glaube, ich fange mal mit den drei Büchern an, die in der Challenge dabei waren, als wir uns entscheiden mussten. Also wo jeweils die anderen Kingsianer Bücher herausgesucht haben und man mit 5 Fragen ja irgendwie herausfinden musste, was spricht einen mehr an. Und zum einen habe ich hier, ich glaube, von Paddy, ich bin mir aber nicht mehr sicher, Höllenkönig von James Abbott bekommen. Das ist ein recht brutaler, wohl High-Fantasy-Roman. Ich selbst hätte wohl gar nicht zu ihm gegriffen, finde es aber immer ansprechender, umso öfter ich ja hinten mir im Grunde den erklappten Text durchlese. Denn es geht um einen schrecklichen Despoten auf dem Thron, religiöse Zwiste, die Bedeutung von Hass mit liebenswerten Figuren und hervorragend komponierten Schlachten. Eine gekonnt erzählte Geschichte. Ja, ich bin mega gespannt. Es ist High Fantasy. Grundsätzlich kann man da ja nicht sehr viel falsch machen. Es darf eben eigentlich nicht zu schlachtenmäßig werden. Und ich bin einfach gespannt. Ich lasse mich überraschen. Mehr als, dass ich die Augen zumache und mir es jemand anders vorlesen muss, kann ja nicht passieren. Aber darauf freue ich mich natürlich sehr. Dann ein Buch, das Thorsten für mich ausgesucht hat und ich auch für Thorsten. Und was wir, denke ich, auf jeden Fall auch zu zweit gemeinsam lesen werden, ist Jane Austen, Jagd auf das verschollene Manuskript von Kathleen Flynn. Und jetzt wird man denken, ach Steffi, das ist ja so gar kein Cover, was dich anspricht. Und so ist es tatsächlich. Dieses Cover fand ich tatsächlich auch eher abschreckend, bis uns die liebe Annette, auch eine Hugendubel-Mitarbeiterin, davon erzählt hat, dass das hier eben wirklich um eine Zeitreise geht und dass das englische Cover, wenn ihr euch das mal anguckt, viel, viel passender ist und dass das deutsche Cover gefühlt überhaupt nichts damit zu tun hat, was diese Geschichte ausmacht, dass das spannend ist, packend ist und dass man eben ja ins Jahr 1815 zurückreist, um eben ja dieses verschollene Jane Austen-Manuskript irgendwie zu erhalten.
Und ja, ich bin mega, mega gespannt. Ich bin ja doch ein kleiner Jane Austen-Fan und ich mag auch Zeitreisengeschichten und kann mir das wirklich auch sehr, sehr spannend vorstellen. Und über das Cover schauen wir einfach hinweg. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf die Geschichte. Und auch das dritte Buch war, glaube ich, auch von Paddy, war dann Gwendol von Carolyn Ronnefeld. Mir sagt weder Buch noch, noch die Autorin etwas. Es ist nur wieder sehr spannend, dass man mal hier wieder eine Frau hat, die High Fantasy schreibt. Da kennt man ja theoretisch doch sehr wenig. Man kennt Trudy Canavan, die so ein bisschen in diese Richtung geht, die Welten entstehen lassen kann. Und dann ist es gefühlt bei reiner High Fantasy auch schon in meinem Gedankengut fast vorbei. Natürlich kann man jetzt auch sagen, Mary E. Pearson hat natürlich eine tolle Welt erschaffen, auch Sarah J. Maas, wobei das ja doch ein bisschen mehr Urban Fantasy ist, aber ja, na, das sind, glaube ich, Autoren, die man da so ein bisschen kennt. Natürlich könnte man jetzt auch Dystopien als High Fantasy, also in die High Fantasy Richtung geht es ja, aber Gott, ich verliere mich hier und rede mich um Kopf und Kragen. Nein, es ist Gwendol, was vom Cover wirklich wunderschön aussieht, und es geht hier um Bulrich Schattenbart, der eines Abends nicht nach Hause zurückkehrt. Und das fällt seinen aufmerksamen Nachbarn eben sehr schnell auf, dass etwas aus dem Lot geraten ist. Und dann gibt es einen schrecklichen Verdacht, denn es könnte sein, dass der verwegene Eigenbrötler in die Nähe des Waldes Finster gewagt hat. Und ja, sie brechen unerschrocken auf, um ihn zu suchen. Und wir haben hier eben auch eine wunderschöne Karte. Der Klappentext erinnert mich natürlich so ein bisschen an den Hobbit, an Herrn der Ringe, wo man so ein bisschen denkt, ja, irgendwas mit einem Wald und einer, der da furchtlos reingeht, und es wirkt so, wie wenn eben die anderen darüber berichten, dass Bilbo Beutlin sozusagen losgezogen ist. Mal gucken, in welche Richtung es geht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe vorher von dem Buch noch nichts gehört, freue mich aber darauf, und das hat ja, glaube ich, auch so um die 500 Seiten. Es sieht gefühlt tatsächlich dicker aus, als es ist. Ja, freue mich aber mega drauf, und es fühlt sich auch einfach wirklich sehr schön an, und ja, wird mir auf jeden Fall Spaß machen. Und dann gab es ja die Blind Book Challenge, wo mir die Augen verbunden wurden und mich die Kingsianer an ein Regal gebracht haben, wo sie denken, da liegt etwas, so ein bisschen mit warm und kalt und vielleicht ein bisschen tiefer, höher, dann auch im Grunde dazu geführt haben, dass ich hoffentlich zu einem spannenden Buch greife. Thorsten hat mich in die Naturwissenschaft geführt, zu Stephen Hawking, und das hier ist eine illustrierte Ausgabe der kurzen Geschichte der Zeit. Und ich bin schon bestimmt, ja, 20 Jahre ein Fan von Stephen Hawking. Ich fand das damals in der Schule schon sehr, sehr spannend. Diese Theorien über die Zeit und ja, diese schrecklichen Vorstellungen, die Hawking ja eigentlich für unsere Welt hatten, und man ja das Gefühl hat, er war der Erste, der Dystopien im Grunde geschrieben hat oder sich darüber Gedanken gemacht hat. Und er selbst war ja auch ein sehr interessanter Mensch, gerade mit seiner Krankheit, wie er damit umgegangen ist. Und ja, wie lange er eigentlich mit dieser Krankheit auch gelebt hat, und das, ich glaube, auch nicht unglücklich. Und es gibt ja auch ein, zwei sehr gelungene Verfilmungen seines Lebens, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch, was man natürlich nicht in einem wegliest, sondern immer mal reinliest. Und ich bin mega gespannt, was ich hier finden werde in der kurzen Geschichte der Zeit. Denn es geht hier natürlich um schwarze Löcher, es geht um Wurmlöcher, es geht um Albert Einstein, es geht um Raum und Zeit, es geht um die Unschärferelation und sonstige Dinge. Alles schön zusammengepackt zu einem Buch, und ich freue mich da echt mega drauf, das demnächst zu lesen und ja, da ein bisschen einzutauchen, um mal wieder was für den Kopf zu tun sozusagen. Das nächste Buch, da hat mich Paddy hingeführt, ich glaube, weil ich ihr vorher auch schon erzählt habe, wie geil ich diese Ausgabe finde. Und zwar ist es Der Report der Markt von Margaret Atwood, ein Buch, das ich ja im letzten Jahr absolut gefeiert habe. Ich selbst habe nur das Taschenbuch hier und auch eine Serie, die ich ja im April oder auch im Mai, nein, ich glaube im Mai, absolut gefeiert habe, die ich absolut nur empfehlen kann. Die gibt es ja jetzt auch auf DVD oder auf Amazon zum Schauen. Und ich finde dieses Hardcover einfach grandios. Also das ist wirklich wunderschön aufgemacht. Und ich bin ja normal überhaupt nicht scharf auf Cover oder also ich, na, das wisst ihr, glaube ich.
Aber als ich das in der Buchhandlung habe stehen sehen, war ich so angetan und habe, glaube ich, Paddy dann auch ein bisschen vorgeschwärmt. Denn es lag gar nicht weit weg von unserem Kingsianer-Tisch und ich glaube, wir sind gemeinsam da zweimal vorbeigelaufen. Und immer wieder hat es mich zu diesem Buch geführt und Paddy hat als aufmerksame Kingsianerin sozusagen sich das gemerkt und mich dann auch dahin geführt. Und ich freue mich, diese geile Ausgabe jetzt auch im Regal stehen zu haben. Und das ist auch eine Geschichte, die man nicht nur einmal in seinem Leben liest, sondern öfter, weil es wirklich, ja, wirklich eine ganz erschütternde Dystopie ist und die aber gefühlt eben auch gar nicht weit weg ist. Und auch die Serie absolut empfehlenswert. Die ist tatsächlich sehr viel, sehr viel ausführlicher, als es das Buch selbst ist. Es hat viele Nebenstränge, von denen man im Buch nur was erahnen kann. Und ich freue mich da sogar auf eine zweite Staffel. Ich bin sehr gespannt, wie die zweite Staffel weitergeht, was es da zu erzählen gibt und freue mich da auch drauf. Und dann hat mich Phil in Richtung Fantasy gezogen und ich glaube, er hatte eigentlich ein, zwei andere Bücher im Sinn. Doch als ich diesen Schuber erfüllte, war ich total neugierig, was das sein könnte und habe jetzt einen Schuber zu Hause von einer Buchreihe, die ich zum Glück sozusagen nicht kenne. Und zwar die Legenden der Alba E. von Markus Heitz. Und da sind alle fünf Bücher in einem und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Schuber, wie ich finde. Und ich hoffe jetzt, dass mir natürlich der erste Band dieses Schubers gefällt und ich dann im Grunde ja die anderen Teile wegsuchte, weil sonst ist das natürlich sehr ärgerlich, dass man eine Reihe vielleicht im Regal hat, die einem nicht so gefällt. Also man hofft natürlich immer, dass einem die Bücher dann auch gefallen. Bei Markus Heitz ist das ja gefühlt immer so ein bisschen eine 50-50-Chance. Ich habe Bücher von ihm geliebt. Ich habe aber, glaube ich, auch schon zwei Bücher von ihm abgebrochen, die mir einfach nicht zugesagt haben. Von daher bin ich hier einfach sehr neugierig. Aber ich mag Dark Fantasy tatsächlich immer mal wieder gerne. Und ich bin eben sehr gespannt auf diesen Schuber, auf diese Reihe der Legenden der Alba E. Und freue mich, die demnächst dann auch zu entdecken. Und das Schöne ist, dass es eben nicht ein Wälzer ist, sondern fünf relativ dünne Bücher und man so das Gefühl hat, man kann das so in Häppchen sozusagen lesen, einteilen, ohne dass man es eben sich vorher zur Hand nimmt und irgendwie in fünf Teile teilt. Hat das jetzt Sinn gemacht? Wahrscheinlich. Ja, das waren sie nun auch schon, die 17 Neuzugänge aus dem Monat Mai. Es waren 11 Bücher, 3 E-Books und 3 Hörbücher. Und natürlich ist es ja bei mir normal E-Book-technisch und buchtechnisch ein bisschen ausgeglichener, weil ich ja auch sehr gerne eben E-Books lese. Aber natürlich habe ich bei Hugendubel doch eher echte Bücher sozusagen in die Hand bekommen als E-Books, was ja irgendwie nicht wirklich den größten Sinn gemacht hätte bei dieser Challenge. Wobei man hätte sich so ins Tolino, die Tolino-Abteilung bringen lassen können. Aber nein, ich freue mich wirklich mega über meine Neuzugänge. Danke auch nochmal Hugendubel, dass ich die 6 ausgewählten Bücher meiner Kollegen sozusagen behalten durfte. Und dass wir die jetzt wirklich genießen können und hoffentlich ganz viele tolle Lesestunden haben. Und ihr habt auch schon gemerkt, das ein oder andere Buch ist ja bereits gelesen. Das seht ihr natürlich immer in meinen Bücherwochen. Also schaut da fleißig einfach mit rein. Es wird ja keinen Büchermonat im klassischen Sinne bei mir geben, weil es wäre ja nur eine Wiederholung des Büchermonats. Von daher, ja, wisst ihr ja schon Bescheid. Es gibt dann theoretisch ja nur auf Instagram die Statistik, die ich dann ja so als Bild poste. Und es ist ja meine Statistik. Von daher, wem es interessiert, der guckt da einfach mal vorbei. Ihr findet alles unten in der Infobox. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit meinen Neuzugängen. Vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Neuzugang bereits und wollt da ein bisschen schwärmen. Dann natürlich immer gerne. Würde ich mich sehr darüber freuen. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.